verfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. In den nächsten Jahren wird so viel Arbeit digitalisiert. Doch der Prozess wird von den Menschen falsch interpretiert. Nur weil wir jetzt noch viel effizienter können produzieren, heisst es nicht, wir müssen umso mehr produzieren, sondern dass wir unsere Arbeitszeit können reduzieren, um uns geistig weiterzubilden und Träume zu realisieren. Was natürlich nur geht, wenn wir auch weniger konsumieren und ohne Überschuss herzustellen probieren. Das Angebot muss nicht breit sein, wenn wir das Gekaufte modifizieren, alles mit unserem Geist verzieren, individualisieren. Und der Mensch müsste sich nicht mehr zwingend spezialisieren, um auf dem Arbeitsmarkt können zu existieren. Weil die Roboter werden immer einfacher zu bedienen. Arbeitsaufwand vor einer Woche macht nicht mehr einen allein. Weil Arbeitslose gibt's nur noch, wenn wir uns die Arbeit nicht teilen. Und die paar Tage, die du schaffst, die sind sehr wertvoll, weil du die Arbeiten machst, die die Maschinen noch nicht peilen. Ey, wo die Maschinen noch nicht peilen. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Und es werden nur noch Abgaben an Staat auf den Preis geschlagen. Heisst, es zahlt nur noch Steuern, wer konsumiert oder handelt. Und wenn überall auf der Welt gleich wird zahlt für gleiche Arbeit, lohnt sich das Rapsen aus der Schweiz plötzlich mehr als fernes Palmöl. Wie lange geht's noch, bis wir den Urwaldtieren waldeln? Und wenn alles noch so viel kostet, wie so wirklich wert ist, bestimmt der Qualität der Markt und nicht mehr vor allem der Preis. Es wird nicht mehr alles straight kaputt gehen nach Ablauf vor Garantie. Und man wird sich nicht mehr Sachen kaufen, nur weg Prestige. Weil die Limited Nike sind gar nicht so wertvoll, wie sie scheinen. Doch der Markt bleibt bestehen, Nachfrage und Angebot. Weil was sollen wir Routen bauen, wenn niemand mehr angeln will? Und in diesem neuen System macht es dann plötzlich nicht mehr Sinn, eine Nachfrage zu erzwingen und nicht die Leute zum Angeln zu bringen. Weil weniger Nachfrage heisst weniger Arbeit für alle allgemein. Doch Menschen sind Egoisten, leider. Fuck. Menschen sind Egoisten, leider. Menschen sind Egoisten. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Unser Leben ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sollten runterfahren. Die Menschheit ist eine Zeitbombe, eine Zeitbombe. Wir sind durch und durch und durch globalisiert. Und wenn alles bleibt, wie es jetzt ist, ja, dann sterben wir gleich. Ich weiss, es ist so schwierig, weil Menschen, die sind keine Biene. Doch ich glaube, es wird langsam Zeit für eine globale Regierung.